Ja, und somit herzlich willkommen zurück in Rumänien bei VRally 4. Wir sind wieder mit dem Paris unterwegs. Ich habe mal gedacht, ich habe mal ein bisschen hochgetunt. Wir haben ja ein paar Teile bekommen. Die Stabilität ist jetzt ein bisschen runtergegangen. Wir sind jetzt, glaube ich, nur noch bei 62 oder so. Wir sind aber dafür bei der Beschleunigung gut mit hochgegangen. Und auch mit ein paar anderen Sachen. Und ja, ich bin erstmal sehr gespannt. Wir haben hier ein 3-Sterne-Rennen. Ob ich das mit dem schaffe? Weil die Stabilität war ja schon richtig geil. Und alles drum und dran. Es ist jetzt natürlich ein bisschen schlechter geworden. Wir sind ja mit den Zeiten auch immer gut dabei gewesen. Die Frage ist jetzt, ob jetzt natürlich so ein 3-Sterne- oder 3-Sterne-Wagen, sage ich schon, aus der Kategorie, aus der Dreier-Kategorie, ob die wirklich so extrem besser sind oder ob wir da mithalten können. Wir haben 2 Rennen. Bleib, schauen wir mal. Oh mein Gott. Ich hatte wieder ein bisschen die Pause. Eigentlich hätte ich vielleicht zuerst dieses 2-Sterne-Rennen so zum Eingewöhnen nehmen sollen. Das hat mich auch gerade ein bisschen gesehen, da ist ein bisschen weggerutscht. Weil, wie gesagt, Stabilität. Alter, ich fahre jetzt schon gerade mega an der Grenze mit dem Wagen. Mit dem Rutschen und so. Alter, 5,5 Sekunden. Aber ich muss halt dazu sagen, es ist an manchen Stellen sehr gewagt. Also da tue ich schon richtig viel dem Wagen abverlangen. Da können wir mal ein bisschen langsamer machen. Aber wirklich nur ein bisschen. Einmal hier um die Kurve. Alter, ich habe manchmal so Schiss bei diesen engen Kurven. Alter, guck mal, wie er gerade rutscht. Okay, das war ein bisschen zu viel. Ja, die Stabilität ist halt leider ein bisschen weggegangen. Mal gucken, ob wir noch ein paar Teile bekommen, wo die Stabilität nach oben geht. Das wäre schon geil. Das Problem ist halt, wir haben halt auch den Motor hochgetunt, die Karosserie und so. Und gerade so beim Motor bekommt man halt natürlich mega Schub auf Beschleunigung. Teilweise auch auf Höchstgeschwindigkeit, aber eher so auf Beschleunigung. Das Problem ist halt, je schneller der Wagen wird, desto unstabiler wird das Ganze. Das ist halt das Problem dabei. Das ist halt leider ein bisschen schade. Er rutscht jetzt schon mehr, aber es hält sich noch in Grenzen. Wenn ich den jetzt aber noch weiter hochtune, ich meine, da muss man ja immer noch ein paar Tage fahren und warten, dass man die Teile freischaltet. Aber nicht mehr überlegen, ob ich den überhaupt noch hochtune. Wir sind jetzt fast bei 400. Von der Wertung her. Mit der Zeit sieht es ja auch ganz gut aus. Alter, immer so einen Drift habe ich aber nicht hinbekommen. Natürlich ist klar, jetzt können wir in den Kurven mehr Gas geben, dann bricht das schneller aus. So, immer noch 7 Sekunden. Ja, hält sich ganz wacker. So, wir sind schon über die Hälfte. Und wir haben noch ein 2. Rennen. Aber es wäre natürlich schon geil, hier mal die erste Platzierung zu machen. Weil dann können wir im 2. Rennen auch 2. Platzierung machen. Das sollte es reichen. So, hier Top Speed. Wäre ein bisschen schwierig abzuschätzen, ab wann man bremsen muss. Wobei es bis jetzt, glaube ich, immer ganz gut geklappt hat. Vielleicht wäre vielleicht ein bisschen später und teilweise möglich gewesen oder so. 18, Alter. Okay. Ich weiß, glaube hier gerade die lange Gerade, wo wir wirklich fast schon auf der Höchstgeschwindigkeit waren. Oder dass wir gerade halt Kurven mega gut nehmen. Und die anderen halt doch Wagen haben, wo die Stabilität nicht so gut ist. Und deshalb können sie nicht so schnell durch die Kurven durch. Aber wieso das jetzt so einen Sprung gemacht hat? Wir hatten 5 Sekunden, dann irgendwie 6 Sekunden, dann 7. Und dann plötzlich 18. Auch ein bisschen heftig. Ja, hätte ich vielleicht ein bisschen weniger bremsen können. Aber trotzdem die nächste Kurve nochmal nachbremsen. So, jetzt muss ich doch das Ziel kommen. Oh, scheiße, da kommt noch eine Kurve. Nicht, dass ich hier jetzt noch rausfliege. So gerade am Ende. Das wäre richtig mies gewesen. Alter, oh, guck mal. 3-Sterne-Rennen. Ich meine, es waren manche Sachen schon ein bisschen hart an der Grenze. Aber wir können mit dem Wagen zumindest schon mal gut mithalten. Ich meine, mit dem anderen Wagen vielleicht in Kategorie 2 vielleicht eher nicht so, weil halt der so eine geile Stabilität hat. So, das 2. Rennen. Wir müssen nochmal so gut sein. Oh, China ist natürlich immer so ein bisschen eng.
Es waren so ein paar Momente, wo wir so leicht mal rausgekommen sind, so mit ein, zwei Reifen. Hier geht es ja nicht. Hier sind immer so Absperrungen, Felswände oder so in die Richtung. Okay, jetzt sind wir mal sehr gespannt. Oh, hier. Müsste, glaube ich, hier ein Kategorie 3 Wagen gewesen sein. So, da stellt sich die Frage. Platz 2 könnte eigentlich auch noch reichen. Platz 3 nur noch mit Glück oder so. So, fahren wir eigentlich hoch oder so? Habe ich gar nicht drauf geachtet. Die Entfernungen sind etwa gleich. Wow, 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 wow. Okay, hier, Handbremse noch ein bisschen mitgeholfen. Aber guck mal, wir fahren hier ein bisschen nach oben. Ich dachte, wir fahren auch nochmal bergab. Weil nach oben ist manchmal ein bisschen besser natürlich. Alter, sorry, okay. Autsch, das war unnötig. Ja, okay, nach oben ist eigentlich einfacher, obwohl ich jetzt hier schon einen Crash hatte. Aber halt hier in China ist es halt immer so ein bisschen, das ist unübersichtlich, finde ich. Gerade an Rumänien hat man die Kurven weit vorausgesehen. Hier ist es halt immer so, dass wenn da so Felswände oder so sind, ist total die Sicht versperrt. Man sieht nicht, wie eng die Kurve ist, man sieht nicht, wie weit die Kurve geht, ob sie nochmal enger wird oder so. Hatte man in Rumänien auch manchmal. Oh, 3,5 Sekunden. Aber in China ist halt extremer. Guck mal, hier hinten. Ich weiß nicht, was sich hier verbirgt. Wird immer so eine Sache. Aber man merkt jetzt auch mal hier ein bisschen den Durchzug. Geht hier schon mal besser. Alter. Okay, nice. Nochmal eine Sekunde und halt der Rest hier. Richtig super. Jetzt hier nach oben fehlt uns ein bisschen natürlich die Leistung. Alter Falter, da bin ich mal gespannt, wie das wird hier mit der Zeit. Oha, okay, hier halb abgehoben. Auf den Geraden müssen wir Gas geben. Alter, ich habe jetzt gedacht, hier kommt eine Kurve. Wie ich hier abbremsen muss. Da habe ich gedacht, okay, es geht doch noch ein bisschen weiter, aber dann kam doch noch die Kurve. Das ist hier mega übel. 16 Sekunden, ne? Alter. Okay, es ist natürlich hier noch die Mission, einfach mit der Zeit noch ranzukommen. Also ob wir auf 1 noch nach vorne kommen, weiß ich nicht. Wir müssen jetzt gut fahren. Alter, jetzt wird es hier noch enger. Wow, wow, wow. Auf den Geraden so ein bisschen. Alter, man sieht halt nicht, wie es weitergeht. Das ist so extrem. Und hier hätten wir vielleicht ein bisschen schneller sein können, aber man sieht es halt nicht. Da ist die Frage, wie die anderen fahren. Das ist halt wirklich so eine Frage. Wir werden es aber gleich herausfinden. Schade ist halt natürlich immer, dass man die Zeiten sieht, aber nicht die Platzierung. Jetzt hier 13 Sekunden. Könnte ich auch auf Platz 4 sein, wo ich sage, Platz 4. Je nachdem, wie die anderen fahren, könnte es auch sogar noch reichen. Ah, verdammt. Aber hier kommt eine ganz enge. Ah, so eng war sie jetzt aber auch nicht. Ah, schlecht rausgeschleunigt. Aber wir haben ja mal so 3 Sekunden aufgeholt. Wir waren ja auf 16, jetzt auf 13. Hier war es gerade nicht so toll. Ah, selbst wenn ich unter 10 Sekunden noch komme, was wohl noch ein Stückchen Arbeit wäre. Schon ein bisschen heftig. Das ist ja irgendwie so ein Düsenchat. Alter, Alter! Nein, jetzt ist irgendwas kaputt gegangen. Alter, 6 Sekunden nur noch. Irgendwas am Motor. Oha. Ah, die Leistung ist weg. Die ist total weg. Oh, kann man da nicht nochmal wiederholen? Überlege ich ja voll an Zeit. Was ist, wenn ich durchs Ziel durchgehe? Ich weiß es nicht. Na komm, jetzt das erste Rennen. Das war ja so easy. Aber wir haben jetzt halt die Beschleunigung nicht mehr. Das wird mich mega viel Zeit kosten. Aber weniger Bremsen dafür. Autsch. Ja, hätte ich wohl doch ein bisschen mehr bremsen sollen. Wenn ich gerade hier von weniger Bremsen rede. Alter, der eine Crash. Boah, Platz 11.
Wir starten nochmal direkt neu, weil das keine. Das ist wirklich leider schade, Alter. Richtig schade. Also uns am Schluss auch noch hier diese Leistung gefehlt hat durch den einen Crash. Ich meine, ich hatte ja wieder diese 6 Sekunden, wo man dann sagen kann, da hätte ja noch was gehen können im letzten Abschnitt. Aber dann mit dem Crash und mit dem Schaden geht's halt eben gar nicht. Jetzt können wir sagen, hey, jetzt kenne ich die Strecke so ein bisschen, aber mit einmal fahren habe ich die halt natürlich auch nicht im Kopf. Einigermaßen. Ich weiß, es an der Brücke kommt was, aber glaubt nicht so eng. Es geht einigermaßen. Muss an der einen Stelle auch ein bisschen drauf achten, da wo ich, wo es mich überschlagen hat. Aber ich weiß auch nicht mehr genau, wo das war. Hier kam doch jetzt eine scharfe rechts, aber eigentlich auch nur, weil ich es sehe. Mal wieder hier 3,5 Sekunden Rückstand. Ja, erste Etappe ist nicht so gut. Oh, jetzt ist aber von der Beschleunigung her wieder ein bisschen besser. Auch nur ein bisschen, weil halt berghoch ist eh ein bisschen weg. Hier war... Alter, schon wieder hier raus. Wieder an derselben Stelle. Das täuscht so. Das täuscht so extrem. Wir haben jetzt halt mega Zeit verloren. Und ja, okay, eine Sekundenstrafe. Also die hat es jetzt auch nicht rausgerissen. Aber halt der generelle Zeitverlust natürlich. Und jetzt müssen wir natürlich schauen, dass wir den einen Crash nicht machen. Ich weiß gar nicht, wo das war. Ich glaube, hier konnte man noch. Ja, hier war es noch gerade. Hier. Ah, hier ist nochmal ein bisschen enger geworden. Aber gegen welche Wand bin ich nochmal gefahren? Aber das war ja extrem am Ende. 11? Was? Okay. Dann war das gar nicht unbedingt mein Crash, der so viel Zeit gekostet hat. Aber 11 Sekunden ist schon heftig. Okay, lässt mal 16 mit dem Crash. 5 Sekunden vor dem Crash. Geht einigermaßen. Hier kommt, glaube ich, eine Rechtskurve. Die war, glaube ich... Ja, doch. Es ist schon... Danach, nach dieser Rechtskurve, ist nicht mehr so schlimm. Aber die Rechtskurve selber schon... Hat so einen ganz blöden Knick. Sie sieht nicht eng aus, aber sie hat einen richtig blöden Knick. Wo man schon einiges abbremsen sollte. Oh, guck mal, hier nur noch 6,5. Und bei dem jetzigen Abschnitt haben wir ja auch richtig aufgeholt. Ah, ein bisschen zu weit, sorry. Alter, wo bin ich denn dagegen gedonnert? Hier noch nicht. Habe ich mich doch so gefreut, dass ich so viel aufgeholt habe. Und dann kam, glaube ich, direkt der Crash, oder? Weiß gerade wirklich absolut gar nicht. Wir haben uns so Gas gegeben, wo wir dann wohl auch gut Zeit aufgeholt haben. Alter, ich hab Schiss. Ja, ich bin im Grünen. Was geht ab? Also, wenn ich jetzt wieder an derselben Stelle crash, das wäre schon sehr mies. Wo war denn das? Hier muss es schon gewesen sein. Ich weiß es wirklich nicht mehr, wo ich dagegen gefahren bin. Ich weiß dann auch nicht, wie viel Zeit ich hier verloren habe oder so. Es kommt hier, glaube ich, da an der Wand entlang. Ja, hier bin ich vorher auch dagegen. Aber kann ich ein bisschen besser beschleunigen jetzt. Ah, oh. Ich habe doch Schiss bei diesen Felswänden, dass ich so mega an so einer Kante hängen bleibe. Mein hier... Ups, hier macht es nicht so viel aus, das ist so gerade. Aber hier an der Felswand an einer blöden Ecke hängen bleibt, ja, das ist sehr ärgerlich. Jetzt 2 Crashes. Und... Boah, Alter, eine Sekunde ist aber auch nicht viel, gell, Leute. Okay, der eine hat 34, 6 Punkte Vorsprung. Hätte sogar noch Platz 2 gereicht. Platz 3 auch sogar noch, oder? Richtig fett. So, 55.000. Ermäßigung, okay. Reparaturkosten so ein bisschen. Ja, das ist doch nice hier. 3-Sterne-Rennen. Richtig schön. Bekommen wir jetzt irgendwas Spezielles? Kommen wir jetzt in die Meisterschaft oder so? Oh, ja, ich will wieder hier Rechnung zahlen. Ja, wir hatten Auszahlungen in 3 Tagen und das Event hat
4 Tage gebraucht. Alter, da jetzt. Bergrennen. 4 Tage, 4000 Kosten, aber Preis 140. Aber, ja, hier, Level 4. Das werde ich so nicht schaffen, oder? Ich glaub's nicht. Obwohl ich eigentlich... Also jetzt in China nicht. In China war es jetzt eine Sekunde, aber in Rumänien... Rumänien fahren... Oh, wir fahren zweimal in China. Oh, in Rumänien. Und ich meine auch so in Amerika... Sollten wir, glaube ich, gut gewappnet sein. Eigentlich. Für das Ganze. Die Frage ist halt wirklich nur... Der hat halt auch jetzt nur 400. Wenn ich mir jetzt da einen kaufe, gibt es hier noch Kategorie 4? Gibt es hier nicht. Deine hat halt quasi auch nur 410, wenn ich den... Kann ich eh nicht kaufen. Kann ich auch nicht kaufen. Den könnte ich kaufen. Oh, guck mal die Stabilität an. Okay, der hätte 55. Das geht eigentlich. Aber wenn man so mal schaut. Geschwindigkeit 67, Beschleunigung 49. 67 habe ich auch. Okay, er hat eine schlechtere Beschleunigung. Dafür habe ich halt die Stabilität. Was hatte der? 55 zu 62. Also Geschwindigkeit gleich. Beschleunigung weniger. Dafür halt bedeutend mehr Stabilität. Das heißt, ich kann schneller durch die Kurven fahren. Auf den Geraden habe ich aber halt den minimalen Nachteil. Könnte funktionieren, Leute. Könnte. Ich weiß es nicht. Könntest du es mal anschauen. Bedanke mich fürs Einschalten. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Wiederschauen und reingehauen.